Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages, Sign of Darkness. Ja, wir Agreed. haben festgestellt in der letzten Aufnahmesession, dass Quicksaves etwas verbuggt sind. Also ich habe beim Render nochmal nachgeguckt. Pik hier braucht Come on, folks. 500 Nahrung zum Wachsen. Huh? Here we are. Wir haben gerade mal... Ah doch, wir haben die Nahrung. Wir haben nämlich 350. 350, 100. 150, 300. Mathe ist heute schwierig. Okay. Das heißt, wir Agreed. machen den Chaos, das Chaosgewölbe dem Erdboden gleich. Agreed. Wir stellen gerade mal fest, dass wir einen Haufen Erfahrungspunkte brauchen fürs nächste Level-Up. Agreed. Und ja, wenn ich es so richtig sehe, waren wir dann bis auf das Gebiet hier oben überall. Aha. Also wir waren auf jeden Fall hier, haben die Höhlen alle platt gemacht, haben die Höhle platt gemacht. Und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber was auf jeden Fall auch neu ist, hier unten kommen wir nicht hin. In Jedenfalls a minute. werden wir dann da ständig vergiftet und können da eh nichts machen. Ja, Höhlen sind nicht mehr ganz so Come on, folks. geradlinig, sage ich mal, wie im ersten Teil. Weil im ersten Teil waren in den meisten Höhlen immer nur ein, also in den meisten Spawnpunkten nenne ich sie jetzt einfach mal. Oder Gegner Come on, folks. verstecken. Immer nur. Oh, falscher Weg. Agreed. Wir müssen hier hoch. Da ist der Kartenrand. Waren jeweils immer nur einzelne Gegnertypen. Also entweder waren es Zombies oder dunkle Ritter oder manchmal Briganten. Also es waren ja relativ viele Untote im ersten Teil oder im Vorgängerteil. Ne, es war einfach mal Vorgängerteil, muss ich mir angewöhnen. Come on, folks. In diesem Agreed. Teil, also im Nachfolger. Oh, da sind drei Trupps insgesamt drin. Aha. Also ja, speichern wir mal über unser Let's Play Save. In a minute. I love an old-fashioned hunt. My troops are under attack. Here we are. Coming. Grab the weapons. My troops are under attack. Yes. Also ja, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. In a minute. Und ja, der Come on, folks. Wächter ist ein niederer I love an Feuerdämon. old-fashioned hunt. At your service. What? Bows at the ready. Here we are. As you wish. All right. Okay, zieht ihr euch mal zurück. Ihr seid noch zu fünft. As you wish. Aha. What? Okay, ihr seid jetzt auf dem Veteranenlevel. At your service. Coming. Goldstücke. Aha.
Mana-Trank und einen Ruhmes-Banner. Was braucht ihr denn, den Mana-Trank? Das heißt, das Ruhmes-Banner? Schieben wir mal zu euch rüber und ihr rüstet es auch aus. So, das war das Chaosgewölbe. Das heißt, wir gehen jetzt nach Pick hier. In a minute. Und bringen denen das Zeug, das sie brauchen. Also, Pick hier ist hier oben. Dann gehen wir zum Söldnerlager, unsere Truppen aufstocken. Granvik macht mir ein Angebot. Granvik. Oh, das da hinten ist noch eine Chaoshöhle und die brauchen einen Ring von dort. Ah. In a minute. Ja, ich will Nahrung abgeben. Und ich will den Mana-Trank abgeben. Come on, folks! Was heißt auf zum Söldnerlager jetzt? In a minute. Wir können ja einfach unseren Truppen folgen. Sogar als Zauberer. Also mit dem Avatar aktiv. Aber ich glaube, der würde gerade im Let's Play die ganze Zeit nur stören. Man merkt aber, Farron ist ein bisschen dunkelbläulicher als unser Charakter aus dem Vorgänger. Der war eher hellblau. Allgemein kommt es mir aber so vor, als ob die Leute ein bisschen schneller laufen. Oh, sie teilen sich auf. Nicht so gut. Aber eigentlich müssten die Straßen ja sicher sein. Wir wissen wenigstens, dass Geld das geringere Übel ist. Also ja, hier oben drin waren wir noch nicht. Come on, folks. Agreed. I'd recognize my sword out of 100. Here's your reward. You've earned every coin. Ach ja, und wir haben dem Banditenfürst sein Schwert zurückgebracht. Here we are. So, statt kaufen. So. Das hat uns sogar noch Erfahrungspunkte gegeben. Haben wir sonst noch? Ach, das Artefakt, was die Geister verloren haben. At your service. Here we are. Yes. Here we are. Und sonst haben. At your service. Oh, wir haben unsere ganze Nahrung abgegeben für die Mission. Well. What? Come on, folks. Come on, folks. So, dann erstmal zurück nach Granvik. Come on, folks! Die haben sonst keine Aufgaben für mich. Pick hier hat auch gerade nichts für mich. Die Schenke hat auch nichts für mich. Und ja, das Söldnerlager, das dürfte jetzt gerade auch nichts mehr für mich haben. Come on, folks. So, das heißt den Berg hier. Wobei, hier drüben ist einfacher. Come on, folks. Weil wir müssen ja da hinten rum.
Und ja, irgendwie ist auch der Hauptauftrag wieder verschwunden. Oder er wurde eigentlich gar nicht mehr angezeigt. Aber ja, die Höhle da ist unser nächstes Ziel. Come on, folks! In a minute. So, überspeichern wir hier wieder mal. Weil ich weiß nicht, was in... Oh. In a minute. Kleine Höhlenmonster in der Chaoshöhle. Shoot 'em! We are under attack! My troops are under attack! Bows at the ready! Come on, folks! Agreed! So, das war jetzt noch relativ... In a minute! ...simpel. Aha! Jetzt sind aber auf jeden Fall zwei Trupps... In a minute! Shoot 'em! My troops are under attack! Well? So, da wir umzingelt sind, sollten wir uns lieber in den Verteidigungsmodus begeben. Ach, Chaosring von Kleine Höhle. Ich habe mich verlesen. Ich habe Chaoshöhle statt Kleine Höhle gelesen. All right. Aha. Aha. Yes. At your service. Aha. Well. Huh? Come on, folks. At your service. As you wish. Coming. Aha. What? Warum passiert Agreed. Nichts? Come on, folks. Aha. Wegen dem Artefakt? Yes. Aha. No one is asking for the artifact here. This can't be the right place. Hier verlangt niemand nach dem Artefakt. Das kann nicht der richtige Ort sein. Okay. Well, agreed. Jetzt hat's getriggert, worüber ich froh bin. Wahrscheinlich, weil ich es dem Bogenschützen gegeben habe und die nicht nah genug an der Höhle dran waren. Ärgerlich. Aha. Na gut. In a minute. We visited all the ruins you described. They are full of monsters and undead creatures, but I saw no sign of restless spirits anywhere. What do you mean? Oh, woe is me. The spirits will be furious. You've done a good job. I'll tell you an old legend worthy of the telling. Geisterschlucht. Seit ewigen Zeit meiden Menschen und Goblins diesen gottlosen Ort. Die Schlucht ist stets von einem dichten Nebel umgeben und ein schauriger Klang dringt aus ihren Tiefen empor. Niemand ist hier lebend daraus zurückgekehrt. Nicht einmal die Expedition mit dem Auge der Götter, das seine Besitzer vor Zaubern schützt. Ich brauchte mehrere Jahre, um das Geheimnis der Geisterschlucht zu lüften. Glücklicherweise fand ich das Artefakt, das Auge der Götter. So that's where the artifact belongs. Why have you been misleading me all this time? Da gehört das Artefakt zu sehen. Warum habt ihr mich die ganze Zeit in die Irre geführt? Keep your temper, young man. My memory fails me in my old age. Wait, it's all coming back. I found the artifact in the Spirits Canyon. Beherrscht euch, junger Mann. Mein Gedächtnis lässt im Alter nach. Wartet, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich fand das Artefakt in der Geisterschlucht. Okay. Agreed. Aha. Erstmal bringen wir den Ring. At your service. What?
At your service. Agreed. Nach Gwenwick. Und dann gucken wir mal kurz. Die Geisterschlucht ist das hier unten. Ja, hier am Ende ist eine Krypta. Allerdings wollte ich auch mal gucken. Ah, hier die Brücke ist eh im Eimer. Also kommen wir gar nicht hier drüben hin. Erst einmal.